Hexenwaage. Hexenwaage ist ein abstruses Instrument gewesen in der frühmittelalterlichen Rechtsprechung, um festzustellen, ob jemand eine Hexe ist. Die Hexenwaage wurde genutzt für die Wiegeprobe und sie war eine der vielen Varianten der Hexenprobe, um festzustellen, ob jemand eine Hexe war. Die Hexenwaage war eine Waage, mit der man Frauen insbesondere oder auch Männer gewogen hatte, um festzustellen, ob sie ausreichend Gewicht haben. Die Vorstellung war, dass eine Hexe ein geringeres Gewicht hat als der normale Mensch, weil sie eben die Seele an den Teufel verkauft hatte. Deshalb hätte sie ein geringeres Gewicht. Und so gab es unterschiedliche Aussagen, wie schwer eine Frau sein muss. Und wenn sie leichter war als das Gewicht, das man als für sie angemessen angenommen hat, dann hieß es, dass sie eine Hexe war. Aber manchmal wurde auch gesagt, wenn sie älter, wenn sie schwerer war als das Gewicht, dass vielleicht der Teufel ihr das zusätzliche Gewicht gegeben hätte oder dass sie die Waage durch die Macht des Teufels verhext hätte. Hexenprozesse gehören zu den dunklen Kapiteln der Rechtsgeschichte. Hexenprozesse und Hexenverfolgung war durchaus nicht etwas, was die katholische Kirche in besonderem Maße gefördert hat. Im Gegenteil, die katholische Kirche hat immer wieder in Inquisitionsprozessen gegen die Hexenprozesse angegangen. Und die Hexenprozesse sind eher etwas Typisches der deutschen Neuzeit. Und es waren eher weltliche Verfahren als religiöse Verfahren.